Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die A39 ist wichtig für das Braunschweiger Land. Ich unterstütze das. So Ministerpräsident Stefan Weil am 15.01.2014 bei der IHK in Braunschweig. Aber auch die Vorrangstellung der A20 und A39 ist nicht mehr gegeben. Der gleiche Stefan Weil am 6.02.2013. Manchmal ändert wohl das Amt die Ansicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geht weiter. Die A39 ist ein richtiges und notwendiges Projekt. Wir sollten sie bauen. Das war Ministerpräsident Weil am 4.06.2013 bei der IHK Lüneburg. Aber weder verkehrspolitisch sinnvoll noch unter den gegebenen Rahmenbedingungen finanzierbar sind die Autobahnneubauten A20, A39 und die A26 Ost, so die grüne Landtagsfraktion am 5.09.2013. Die Planungen werden wir zügig umsetzen, dass es auch zur Umsetzung kommt, sagte Minister Lies am 28.05.2013 zu A39. Realistisch heißt das für Niedersachsens Verkehrspolitik, dass in den nächsten Jahren kein Spatenstich gesetzt werden kann, so die verkehrspolitische Sprecherin Frau Menge am 25.02.2013. Niedersachsens Minister Lies will die Planung für die Autobahnen A20 und A39 zwar weiter vorantreiben, einen Bau aber von der Zustimmung der Grünen abhängig machen. Braunschweiger Zeitung, 12.03.2013. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Mittel für den Bau einer neuen Autobahn zur Verfügung stehen. Gerald Heere, 19.03.2014. Als Alternative zur A39 müsse man beim Bund für den Ausbau der B4 werben, so Susanne Menge, 24.01.2014. Niedersachsens Regierung lehnt den Weiterbau der A39 ab. Die Welt am 24.01.2014. Zusammen mit der SPD haben wir uns darauf geeinigt, mit dem Ausbau DB4 eine Alternative zur A39 prüfen zu lassen. Dieser Bewertung greift auch niemand vorweg. Susanne Menge, 19.03.2014. Der Bund darf keine Fakten schaffen, indem Teilabschnitte in der Umsetzung vorgezogen werden. Ich gehe davon aus, dass auch die Landesregierung keine solche Vorfestlegung wünscht. Miriam Staute, 20.03.2014. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich weiß ja nicht, ob Sie ein guter Tänzer sind, aber bei der A39 vollziehen Sie hier den perfekten Eiertanz, und das darf so nicht weitergehen. Man könnte auch sagen, wir erleben seit einem Jahr die Regierung der gespaltenen Zunge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich zitiere nochmal: Die A39 ist wichtig für das Braunschweiger Land. Ich unterstütze das. Zitat Ende. Das ist die letzte bekannte Position dieser Landesregierung zur A39. Falls sich die Position nicht geändert hat, übrigens auch die Position von Minister Wenzel, der sie ja als Mitglied der Landesregierung mitträgt. Und wir wollen jetzt nach den Aussagen der Grünen Landtagsfraktion Klarheit haben, wie es mit diesem wichtigen Projekt in Niedersachsen weitergeht. Wird der Bau vorangetrieben mit Nachdruck, oder wird ein phantomalternativer B4-Ausbau vorangetrieben, meine sehr geehrten Damen und Herren? Das müssen die Menschen in der betroffenen Region endlich einmal klar erfahren können. Das eine bedeutet nämlich, dass man mit Vorliegen der Planfeststellung für den nächsten Abschnitt den Bau beantragt, und das andere bedeutet, dass man Baurecht einfach liegen lässt. Und hier müssen Sie Farbe bekennen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wollen Sie tun? Die fleißigen Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung treiben nämlich trotz ihrer Unterschiede das Projekt zum Wohle des Landes voran. Die Entscheidung steht jetzt langsam vor der Tür. Die Grünen haben sich positioniert. Sie sagen Nein zum Baubeginn. Sie wollen weiter diskutieren bis ins Jahr 2015 hinein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch gilt das auch für die Landesregierung? Meine sehr geehrten Damen und Herren, spricht Frau Staute für die Landesregierung oder tut dies immer noch Ministerpräsident Weil? Herr Ministerpräsident, wir erwarten von Ihnen heute eine klare Positionierung. Wo steht die Regierung bei der A39? Werden Sie bei Vorliegen der Planfeststellung und des Baurechts in Berlin den Baubeginn beantragen für den nächsten Abschnitt oder nicht? Und falls Sie es nicht tun, warum geben Sie überhaupt noch Geld Niedersachsens für die Planung aus, wenn Sie die hinterher im Papierkorb verschwinden lassen wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Oder
Ist es so, dass Sie Frau Staute und Frau Menge noch Salbei auf die Wunden der Grünen in Uelzen schmieren lassen, um dann mit dem Baubeginn ihnen quasi den Dolchstoß zu versetzen? Das haben nicht mal die Grünen verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, nochmal zur letzten Aussage vom Ministerpräsident Weil. Ich unterstütze das. Was bekommen die Menschen vom Ministerpräsidenten, wenn er ihnen Unterstützung zusagt? Reicht es wenigstens für eine DIN A4-Seite und das Porto, damit man den Baubeginn in Berlin beantragt? Oder verbieten Frau Menge und Frau Staute auch das? Wie sieht Unterstützung konkret aus vom Ministerpräsidenten? Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Weil, geben Sie sich, geben Sie Frau Menge, geben Sie Frau Staute einen Ruck. Lassen Sie uns die A39 gemeinsam bauen. Vielen Dank, Herr Kollege Bode. Es folgt für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Gerd Ludwig Will. Herr Will, bitte sehr, Sie haben das Wort.